Kaudelidao, meine lieben Pferdefreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Riding Out hier bei Pferdefan Number One, dem William. Und wer die ersten paar Folgen von Riding Out schon mal mitverfolgt hat, der weiß ganz genau, dass ich hier heute nicht alleine unterwegs bin. Und zwar habe ich mir dabei die unbeschreibliche, super tolle Caro. Kaudelidao. Caro kann das noch nicht richtig aussprechen. Doch, und ich habe das genau gesagt wie du. Nein, es heißt Kaudelidao und nicht Kaudelidao. Kaudelidao. Kaudeli. Ich hab doch gar nicht gesagt. Du sagst immer Dilli und nicht ja. Didli. Kaudelidao. Ja, danke. Kaudelidao. So, und wir waren eben auf unserem Hof und wollten mit dem Pferd, das ich irgendwann mal vor längerem mal in irgendeinem Part gezähmt hatte, hier runterreiten. Und da ist mir aufgefallen, es vertraut mir halt kein Stück. Und das möchte eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben. Deswegen sind wir hier runtergelaufen. Und die Caro hat mir einen schlauen Tipp gegeben. Nämlich, dass wir hier mal zu diesem jungen Mann hier gehen sollen. Das ist Sheriff John und einfach mal mit dem reden sollen. Mal gucken, was er zu uns sagt. Hallo, ich heiße John. Ich bin der Sheriff hier. Hallo, ich heiße Angelina. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was ist denn los, Sheriff John? Ich bin seit Wochen an einem Fall dran, aber ich finde einfach keine heiße Spur. Aha. Du hast sicher viel zu tun. Dir alles zu erzählen würde wohl viel zu lange dauern. Was ist denn passiert? Ich habe den Verdacht, dass sich im Wald illegale Saftmischer herumtreiben. Unser Saftmischer im Dorf kann seit Wochen keine Früchte mehr ernten, weil auf seinem Feld alles schon vorher abgepflügt wurde. Das klingt ja gar nicht gut, aber könnten sich die illegalen Saftmischer, wo könnten sie sich versteckt haben? Ich weiß es nicht, das macht mich ja so verrückt. Vielleicht findest du ja Hinweise. Ich kann gerne nachsehen. Aktive Hauptquest. Saftladen. Ja. Finde Hinweise auf die illegalen Saftmischer und bringe die Hinweise zu Sheriff John. Suche in der Nähe des Wegpunktes. Yes. Da hinten ist ein Wegpunkt, Caro. Ja, aber wenn wir noch einen Halt im Stall machen, könnten wir Äpfel hier kaufen und da mit dem Pferd hinreiten. Wo sind denn hier Äpfel? Da vor- beim nee, Karottenmann. Da. Beim Karottenmann. Kaudelidao, Karottenmann. Hi. Am besten so viele Äpfel wie möglich. Okay, ich kaufe so viele. Nein, nicht dort. Das ist so der Karottenmann. Ja, aber... Ist er oben? Nein, lies, was er gesagt hat. Oh je, ich hab's nicht gelesen. Ja, ja. Seid mir gegrüßt. In den Regalen findet ihr mein Angebot. Klingt gut. Ja. Oh! Oh! Apple. Ja, die nehme ich. Apple. Ja, die nehme ich. Apple. Oh. Apple. Ja, die nehme ich. Warte, nimm noch so ein Kohl-Ding mit. Apple. Danke. Kohl. Ja, nehme ich. Danke, zwei. Sir. Reicht das? Nee, zwei Kohl-Dinger. Salat. Nehme ich. Wie viel haben wir jetzt in unserem Danke. Ding? Wir haben zweimal Salat und viermal Apple. Okay, fürs Erste. Let's go. Hey, ho, let's go. Wir müssen... Oh, Caro, weißt du noch, als wir da hinten hochgerannt sind und ja. mit gegen Onkel Thomas... Nee. Stefan. Friedrich. Stefan. Genau. ein Wettrennen gemacht Thomas. Haben und... ihn übel abgezogen haben und dabei haben wir über irgendwas Lustiges geredet, was uns zum Lachen gebracht hat. Mhm. Was war denn das nochmal für ein Thema? Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich das jetzt noch wissen? Ja, ich dachte, vielleicht weißt du das. Nein. Okay, dann halt nicht. Ist ja okay. Musst du nicht gleich so ausrasten. Aber es hat dich verwirrt, dass er auf einmal losgerannt ist. Ja. Wieso das? Das war echt ein bisschen witzig. Ja, ich habe das nicht verstanden. Ja, aber wenn er schon sagt, ein Wettrennen. Was? Sack ein Wettrennen? Wenn er schon sagt, ein Wettrennen. Er hat einen Sack und ein Wettrennen. Sack hüpfen. Boah, wir sind heute wieder richtig witzig, Caro. Oh, Caro, warum Stell machst du jetzt vor, so? Was denn? Mit dem Sack hüpft er. So einem Kartoffelsack. Vielleicht hüpft er auch aus seinem Sack.
auf dem Kartoffelsack. Da, wo seine Kartoffeln sind. Richtig alter, labberiger. Oh! Sack. Ew. Ja. So ein halb schimmliger. Das ist dann doch ein bisschen eklig. Okay, wo ist mein Pferd? Hä, mein Pferd ist weg. Nein, gar nicht, da ist es. Habe ich es abgeleint? Nee, da steht's doch. Da ist es. Es wurde geladen. Ja, ja. Es ist ein bisschen spät geladen. Im Laden. Ha. So, wie verfüttere ich das jetzt? Jetzt gehst du in dein Inventar. Jetzt nimmst du dir die Apfel. Apfel. Jetzt gib es ihm. Ich geb's dir. Und jetzt noch ein Apfel. Und jetzt noch ein Apfel. Oder ein Kohl. Ich kann nicht. Da. Jetzt gebe ihm den Kohl. Oh, jetzt gebe ich ihm den Kohl. Huch. Oh nein. Das, oh Gott. Es rastet vollkommen aus. Caro, ich glaube, es hat Bock. Auf Salat. Auf mich. Auf dich. Oh, huch. Oh nein. Wie? Was hast du denn? Wie kann ich denn? Wieso? Mit E. Ah, naja. Mhm. So, erstmal noch einen Apfel. Einen Apfel lassen wir übrig. Dann lassen wir einen Apfel übrig und los! Es geht nicht. Doch, es geht! Richtung, hallo, bisschen schneller. Hufeisen. Alter, die Steuerung. Wow! Was machst du denn? Ich kann nicht. Das machst du sicher mit der Absicht. Bibi und Tine, ich kann das Pferd nicht gerade halten. So schlecht kann doch keiner halten. Jetzt hab ich's gerade. Guck, jetzt reiten wir genau drauf. Nee, immer noch nicht. So, jetzt. Nein, mir ist das nicht. Oh Gott, fall nicht hin. Mir ist das nicht egal. Haben wir eigentlich unseren Stall noch? Nee. Ich glaube, der Stall ist mittlerweile zu Tode geballert. Wir müssen nachgucken gehen. Ich weiß ja auch nicht. Nein, wir müssen jetzt nicht nachgucken gehen. Wir müssen jetzt Richtung böse Buben. Aber danach. Richtung böse Bube-Bande. Böse Bubi-Bande. Oh, man kann ja auch so. Oh, ja, guck mal, da gucken wir da jetzt drauf und los geht's. Perfekt, so ist das easy. Ja, siehst du, ich sag doch. Was hast du? Das ist Moment, ich erinnere mich gerade, da unten war doch mal so eine goldene Statue. Ja. Die ist jetzt nicht mehr da. So viel Blödsinn. Vielleicht habe ich sie doch aufgesammelt. Ich glaube es fast. Vielleicht ist das unser allererster Spielstand, Caro. Nein. Warum nicht? Das kann gar nicht sein. Bist du dir da so sicher? Oh, ich sehe schon wieder nix. Ja, ich zieh die Sonnenbrille aus. Was ist denn? Da oben ist bestimmt was. Nein. Nee. Ich sehe nichts, Caro. Dieser Pilz. Er ist sehr pilzig. Nimm ihn. Wie? Geht das? Oh, illegale Saftmischer. Was ist ein... Ich sehe nichts. Ja, jetzt... Dann zieh die Sonnenbrille aus. Indiz auf Saftmischer. Oh, Pilz. Jetzt... Nein, was machst du denn? Ich suche Indizien. Ja, ich will dir doch helfen, wo du hin musst. Du da vorne, in die falsche Richtung. Diese Blume da. Falsche Richtung. Nein, ich falsche kann die nicht Richtung. Nehmen. Wie bescheuert. Muss falsche ich doch hier Richtung. Hoch? Nein. Oh, ich bin mir aber fast sicher. Du musst mir schon zuhören auch. Ja, okay. Okay. Jetzt gehen wir nach rechts. Ja, ein bisschen nach links. Ein bisschen... Rechts. Das ist doch schon gar nicht mehr in der Nähe des Hufeisens. Ist echt so. Geh trotzdem weiter. Oh, guck mal, da ist ein Pilz. Du ich kann nicht gerade. Was? Ja. Das hast du auf dich selbst geklickt. Gar nicht. Geh weiter in die Richtung. Das ist doch gar nicht mehr in der Nähe des Dings. Ja, eh nicht. Geh trotzdem. Warum denn? Was ist mit meinem Pferd? Rennt mein Pferd weg? Hast du es angebunden? Pilz, nein. Warum nicht? Egal, davon ist es eh schon. Geh da rechts rüber. Rechts rüber. Ich sehe nichts. Ein Hinweis. Ein Vogel. Hoffentlich rennt dein Pferd nicht weg. Ein Vogel. Können wir suchen gehen? Jetzt hör auf, mir Angst zu machen. Es rennt sicher weg. Nein, Caro, bitte. Es ist schon über alle Berge. Nein. Boah, siehst du das da hinten? Das ist ein Pferd. Da ist ein Tank. Jeder ganz hinten beim Baum. Hab ich einen
Habe ich das jetzt eingesammelt? Verdächtige Flaschen! Das sieht ganz danach aus, als wollte jemand diese ganzen Flaschen verpacken. Genauer ansehen. Riecht nach Saft. Das könnte ein Hinweis auf die illegalen Saftmischer sein. Ich sollte eine der Flaschen für Sheriff John mitnehmen. Ist das 40er? Da ist es. Hallo. Hi. Vielleicht hat sich dein Pferd geportet. Und jetzt muss ich... Nein. ...den Apfel. Das Pferd frisst den Apfel aber nicht. Warum nicht? Was frisst es dann? Pilze? Nein, Karotten, die wir nicht haben. Oh, Caro! Ja, wir gehen jetzt zurück zum richtigen Pferd, zu deinem Pferd. Du hast mir nicht gesagt, das ist voll blöd. Jetzt finde ich mein Pferd nicht mehr. Ja, warum hast du es denn nicht angeboten? Warum sind wir hier nicht an? Warum haben wir nicht Blinklicht alles dran gemacht oder einen Peilsender? Ja, warum machst du das denn nicht? Ich sehe schon wieder nichts. Es ist so dunkel. Ja, zieh die Sonnenbrille. Nein, oh, Pilze! Hauptsache, die siehst du. Ja, oh, da unten. Nein, du musst zum Pferd. Ach so, das ist gar nicht mein Pferd. Ich dachte, das ist mein Pferd markiert. Nein. Warum tue ich mir das immer an? Da steht es. Nee. Wo? Weiß nicht. Gar nicht. Wo waren wir denn? Du hast verloren. Jetzt geh doch nach links. Warum nach links? Ja, und jetzt ein bisschen nach rechts. Und noch ein bisschen nach rechts. Oh, Pilz. Hör auf, jetzt sind ein Pilz. Niemand will die Pilze haben, obwohl. Ist da mein Pferd noch? Da! Da! Hinterher! Hallo! Stehen bleiben! Hab dich! Wow! Weißt du was? Wie viele Pilze haben wir? Weiß nicht. Ach, guck doch schnell nach. Aber bestimmt, ich kann nicht I drücken auf dem Pferd. Dann geh runter. Nein, da rettet mir bestimmt wieder weg. Das ist wichtig. 8. Nee, das reicht nicht. Warte. Oh. Warum nachher noch ein paar Pilze? Oh Leute, ihr dürft mir doch keine Übertragungen schicken. Ich spiele das Spiel nicht umsonst. Ich spiele eigentlich immer Spiele, wenn ich aufnehme. Ich spiele ganz selten ohne Aufnahme. Von Was daher, machst du oh denn? Gott, bitte schickt mir keine Anfrage für Übertragungen oder so. Will jemand zugucken? Ja. Wow. Und du guckst schon zu, ich pack das nicht. Ich pack dich nicht. Du kannst Wie? Das Spiel nicht mehr. Warum? Boah. Ja, voll Du hast mich. Ja. Habt ihr das gehört, Leute? Caro spielt das Spiel nur mit mir, um Fame zu geiern. Ja, gehst du bitte den Weg hinterher? Du wirst feststecken. Ich werde dich wenn feststecken. Wenn du feststeckst. Und wenn ich feststeck, dann habe ich für den Notfall immer noch einen Not-Teleport. Not-Teleport. Oh Gott! Nicht mit Alter, Portet. Meinst du, wenn ich hier mit richtigem Winkel reinreite, gibt es hier so einen Kreisel? Ja? Ich spiel ordentlich. Ich spiel ordentlich. Guck, wir sind ein Gebirgspferd. Ah. Meh. Meine Güte. Und jetzt geht's los. Wow! Oh Gott, das arme Ding. Guck, 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 guck. Ja, ich seh's doch. Oh, beruhig dich. Das war nice. Renn zu Sheriff John. Pass auf. Und. Nein. Oh, mein Pferd ist so. Hep! Oh. Was hast du denn? Hep gegen die Mauer. Hep! Nein. Hep! Zu. Ui. So. Stehen bleiben. Jetzt. Anleinen. Oh je. Bleib doch stehen. Und jetzt anleihen. Absteigen und anleihen. Ja. Guck. Ja. Ich kann das Spiel noch. Mich juckt's an der Nase, als hätte ich meinen Bart an. Hast du schon Hinweise? nee, Quatsch. Hast du schon Hinweise auf illegalen Saftmischer gefunden? Ja, hier. Grandios! Und diese Flaschen lagen im Wald herum. Ich werde mich gleich auf die Suche nach dem Unterschlupf machen. Vielen Dank. Hier hast du 312 Goldmünzen. Dankeschön, viel Glück. Warum hat er uns jetzt genau 312 Goldmünzen gegeben und nicht 300? Tja, das ist nicht der Ehre. Oh, oder ja, 312? Geh da rein und kauf eine Karottchen. Da unten. Dass wir uns das leisten können. Die sind teuer. Ja. Nehme ich aber, weil ich eine Rich Bitch bin. Huch! Aber weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir noch eine Quest, würde ich sagen. Welche? Hat er noch eine? Wir müssen aber wieder zurück. Wir müssen Richtung Mine. In der Richtung was? Mine.
Ah, okay. Das weiß ich noch, wo die ist. Und nicht in die Mine. Warum nicht? Da rauf. Oh. Ich stecke. Ja. Ich stecke. Das kann ich Stiegen laufen. Natürlich kann es das. Nein. Du bist eine Stiege. Was? Ja. Auf mir läuft man. Doch. Nein. Bisschen schon. Was, warum? Weiß nicht. Was ist das jetzt eigentlich da unten? Also wir sind 71% satt, 5% handlich und 0% handlich? Sauber. Handlich? Das nennt... Was? Wie nennt man das? Vertrauen. Ja, ich sag ja, handlich. Handlich? Ja, Pferd, du bist aber handlich. Ja, hallo. 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 Hör jetzt bitte auf. Oh Leute, soll ich immer was zeigen? Hier, das ist der geilste Kompass, den es den gibt. Mach das so kurz. Das ist ein richtig fetter... Nach rechts. Das ist ein richtig fetter, häseliger Kompass. So, jetzt habe ich's gesagt. Mach okay. Zu und hier den Weg entlang. Caro möchte nicht, dass ich das Spiel kritisiere. Nee, doch, aber du musst es nicht beleidigen. Ich beleidige es doch nicht. Doch, du hast gesagt, es ist fett und hässlich. Ja, aber das ist ja nur meine Meinung zu dem Kompass. Ja, ist aber Schimpfwörter, nicht taft. Okay, es ist sehr unschön. Und jetzt rechts. Oh Leute, ich glaube, wir werden hier tolle Sachen erleben. Und anbinden. Ich kann nicht anhalten. Warum nicht? Du musst einfach nur bremsen. Das Pferd macht irgendwie ekelige Geräusche, wenn ich absteige. Da macht so. Ja, weil es zufrieden ist, dass du runter bist. Hallo. Pop. Hallo. Boah, richtig krass, ey. Ja. Was ist das denn hier los, ey? Huiuiui, ey. Kannst du nicht reden. Nee. Da, mit der bestimmt. Das ist die einzige mit Koch Albert. Das ist doch kein Albert. Das ist ein Albert. Alter, der sieht von hinten aus wie Ursula. Das ist aber ein Albert. Guck mal, wie der aussieht. Jetzt klick doch Albert. Ey, ich bin eine Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. William. Ja. Anklicken. Hä? Ich weiß nicht. Was denn? Ich auch nicht. Tschüss. Kann ich jetzt nochmal an? Okay. Was denn? Ich koche gerade ein Pilzragout. Aber irgendwas fehlt noch. Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Außer Pilze könnte ich dir keine Zutat für dieses Gericht nennen. Die Pilze natürlich. Ich habe die Pilze vergessen. Dann musst du wohl noch welche holen. Mir hätte die andere Antwort besser gefallen. Nee. Oh. Könntest du das vielleicht für mich übernehmen? Sie haben eine braune Kappe und einen weißen Stiel. Ich brauche mindestens 5 Stück. Wir haben 5 Stück. Ich schau mal, ob ich welche finde. Bam. So, und abgeben. 791 Münzen. Oh, ich bin so gut. Ja, ja. Oh, ich bin so... Oh, shake your booty. Shake your booty. Shake your booty. Können wir nicht diese Frauen beobachten beim Tanzen? Shake your booty. Ich beobachte eigentlich hinten dran den etwas maximal pigmentierten. Check your booty. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder mal raus. Und ja, die Tür ich bin freundlich. Wow. Hier, dann gehen wir noch den Eimer brauche ich. Oder das Brot. Oder die Kerze. Nee. Was machen wir? Gucken, ob unser Stall noch da ist. Und dann, wo ist das denn? Ja, durch den Wald durch. Da? Ich glaube, wir haben so? Unten. So? In die Richtung? Nee. So? Nein. Ja. So? Willst du mich nur ärgern heute? So, ich weiß nicht mehr wo. Ich hab doch gerade die rechts gesagt. Ah, hier. Also die Richtung. Nein. Die? Ja. Okay. Mein Pferd hat gerade gehustet. Ich glaube, es ist krank. Ja, muss das schluckt in dir. Warum? Ich lache, musste uns schlucken und dann... Du bist lustig. Schlimm. Es hat sich schon wieder verschluckt. Ich glaube, es hustet. Was dein Pferd? Ja. Was macht's denn? Ich glaube, es stirbt so. Was? Es schnaubt. Es ist zufrieden. Es schnaufelt nicht. Wie soll das denn schnaufeln? Bitte. Schnaube. Sind wir da? Nein. Haben wir es geschafft? Nein, du musst da nach vorne. Ah, da vorne geht's ja runter, ne? Aber ich glaube, unser Hof ist nicht mehr da. Wenn er jetzt da ist, dann fresse ich einen Besen. Boah, welchen Besen willst du denn fressen? Weiß nicht. Und? Und? Weiß nicht, ob er noch da ist. Kann ich mal gucken. Ja, aber vielleicht ist er noch da.
Egal. Das wäre schon, also... Ich glaub nicht. Caro, ich habe 1% verloren in Handlichkeit. Oh nein. Doch. Gut, dass wir unseren Apfel haben. Scheiße. Schön. Ja. Ja, ich muss das Pferd auch mal putzen. Da brauchst du einen Striegel, der ist voll. Und? Gar nix. Außer ganz viel Busch. Hast du Glück, dass du jetzt keinen Besen fressen musst? Aber da hinten ist eine Stadt, hast du gesehen? Wo? Zwischen den Bäumen. Hinter den Bergen. Bei den 7 Zwergen. Wo? Ja, hier, so geradeaus. Sehe ich nicht, aber die werden wir in der nächsten Folge mal etwas genauer ansehen, liebe Freunde. Ich sehe sie vielleicht auch einfach noch nicht, weil ich gerade eine Sonnenbrille auf habe und deswegen eigentlich quasi 0% von dem sehe, was ich sonst immer sehe. Aber ich wollte hier so anteasern, weißt du? Teaser mal an. Hinter den Bergen im Horizont verschwindet die Stadt und wow! Das in der nächsten Folge von Riding Out mit Wayne. War gut, ne? Du bist schon super knuffelig. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar, eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kau Dili. Dili. Dau. Dau. Tschüss!